Sehen Sie? Eine kleine Karte. Mit meinem Bild drauf. Okay. Das ist eine echte kleine Karte. Eintreten. Ich kann eintreten? Cool. Gut, dass er nicht dran gerochen hat. Hoffen wir mal, dass er nicht bemerkt, dass seine Karte fehlt. Zumindest nicht, solange ich hier bin. So. Let's search for cookies. Björn Tom. Okay. I am error. Was steht da? All your base me belong to us. Das kann man kaum lesen, was da steht. So, Kekse. Ein Seil. Vor einer Weile hätte ich ein Seil gut gebrauchen können, aber jetzt brauche ich es nicht. Außerdem wäre es gefährlich, das Seil ist alt und verrottet. Was ist das? Eine Tür? Keine Reaktion. Vorhang. Ach du meine Güte, ich möchte lieber nicht wissen, was hinter diesem Vorhang passiert. Ich bin sicher, dahinter sind Männer, die wie Schweine essen. So, hier ist ja auch noch ein bisschen was am Pfosten. Eine. The cake is a lie! And Jill's sandwiches too. Faid was hier. Oder Fass was hier. Lässt sich kaum entziffern, was da steht. Okay. Ah, da ist ein Keks. Es scheint, als könnte ich diesen Keks erreichen und der Barkeeper schaut weg. Ich hoffe, ich bin froh, dass es ein normaler Keks und kein quadratischer ist. So, Nummer 1 von 3. Ah, da ist, glaube ich, auch einer, ne? Ja. Unlauter. Warum die heimliche Berührung? Ihr widerlichen Wurstdinger an meinem allerwertesten? Ich will nur diesen Keks. Ist das okay? Okay, okay. Ich liebe Kakao. Okay, so einen kleinen Sprung in der Schlüssel scheint sie aber zu haben. Der Keks ist so verrottet wie das Seil, an dem er hängt. So, dann haben wir das fertig. Was ist Ihr Begehr, Fremder? Ich weiß nicht, vermutlich Geld und Sex, wie bei jedem anderen. Die Reaktion ist gut. Moment, kommen Sie nicht näher. Hm? Ich kann eine gigantische Kraft riechen, die von Ihnen ausgeht. Sie meinen wohl die Kotze auf meinem Pullover. Ich habe mehrmals versucht, ihn zu waschen, aber... Moment, stopp, bleiben Sie zurück. Lumina, achte auf deine Macht. Die Teufel sollen ihren Hunger nicht stillen. Was zur Hölle, wovon redet sie? Ein furchtbares Schicksal. Die Sonne geht gegen das, was die Logik ertragen kann. Von der Sommersonnenwende bis zum Wintertau. Nichts soll vor dem Aufgehen hindern. Sie sind völlig durch... Also die hat echt einen Sprung in der Schüssel. Wade Retro, Saltanas, möge dich der Teufel an den Ohren ziehen und deine Eingeweide fressen. Und der Tod soll an dir nagen bis zum azurblauen Himmel, wenn das Auto der Barmherzigkeit den Frieden gebracht hat. Was? Was quatschen die da für ein Brei? Ich sollte besser gehen, solange ich noch die Chance habe. Okay. Die quatscht schon ein bisschen Unsinn. Ich hätte gerne einen Drink. Hallo, hören Sie mich? Und ich dachte, der Barkeeper im Hotel wäre nicht sehr gesprächig. Hey, ich bin ein Kunde und ich habe Durst. Er ist wohl nur zu Deko-Zwecken da. Hallo? Redest du mit mir? Nein, ich habe nur, mit mir selbst. Und tschüss, dieser Mann macht mir Angst. Warum habe ich überhaupt versucht, mit ihm zu reden? Ich glaube nicht, dass er mir helfen wird, außer dabei, mir die Kehle durchzuschneiden. Vielleicht später, wenn mein Herz aufhört, so schnell zu schlagen. Und nein, das ist nicht, weil ich diesen Typen verknallt bin, eher weil er mir eine knallen könnte. Okay. So, ich soll ja einen Zauberer besorgen. Entschuldigen Sie. Ich nehme an, Sie sind der Zauberer. Manche Leute nennen mich so. Wer sind Sie, Fremder? Nur ein gewöhnlicher fremder Typ aus Frankreich. Ich brauche Ihre Hilfe. Das müssen Sie mir nicht sagen. Aber ich habe kein Elixier, um bei der Körperhygiene zu helfen. Kaufen Sie sich ein Shampoo oder so. Darum geht's nicht. Es ist etwas Wichtigeres. Ich verstehe. Ja, ich habe einen Trank, um tiefe Falten zu reduzieren. Würden Sie gern diesen geschwollenen Pickel loswerden? Würden Sie mir bitte zuhören, es geht um eine Vergiftung, richtig. Geben Sie mir eine Stunde und das Gift wird fertig sein. Nein, es ist das Gegenteil, ich suche nach einem Heilmittel. Sie erscheinen mir ziemlich gesund für jemanden, der vergiftet wurde. Nicht für mich, sondern für jemanden, der sich nicht mehr bewegen kann. Oh, warum haben Sie das nicht gleich gesagt? Natürlich, damit kenne ich mich aus, aber ich müsste wissen, was für eine Art von Schlange dafür verantwortlich war. Das war
er sicher nicht. Was? Nee, da war er sicher... Was? Da war er sich nicht sicher. Meine Fresse, was für ein Scheißsatz. Oder ich kann mich nicht mehr erinnern. Um ehrlich zu sein, hatte es mich nicht sehr interessiert. Ich glaube, es war im Flachland in der Nähe von Nogos Hotel. Ich verstehe. In diesem Fall tut es mir leid. Ich kann nichts tun. Keine Sorge, der Tod sollte schnell und schmerzlos sein. Was? Aber das ist nicht möglich. Er hat mir einen Haufen Geld versprochen. Es muss etwas geben, was wir für ihn tun können. Nö. Aber, haha, Sie sollten Ihr Gesicht sehen. Natürlich kann ich etwas so Kleines heilen. Was für ein lausiger Zauberer wäre ich sonst? Puh, Sie haben mir Angst eingejagt. Haben Sie das Heilmittel auf Lager? Das hier ist kein Laden. Ich mache Tränke auf Nachfrage. Ich habe das Rezept hier. Wenn es Ihnen also nichts ausmacht, mir ein paar Zutaten zu bringen. Oh, ich habe gerade ein Déjà-vu. Beschweren Sie sich nicht. Ich mache das auf freiwilliger Basis. Sie haben doch nicht erwartet, sofort ein Heilmittel zu bekommen. Natürlich nicht. Ich fange an, mich daran zu gewöhnen. Und was soll ich suchen? Moment. Hier ist es. Eine Tasse Malaki-Saft, zwei Blätter der Stagile Strasimum, etwas Asche von einer Gokom-Wurzel und einen getrockneten Piranha. Na klar. Und warum nicht ein gehacktes Entenbein, 10 Unzen zerbröselten Schuhkarton, 1 Liter Kanalwasser und 20 Meter Stacheldraht? Das mit dem 20 Meter Stacheldraht war irgendwie so flach, dass es wieder geil war. Das würde nicht funktionieren. Das sind die Zutaten für einen gerichtsverringernden Diättrank. Sie sollten besser vorsichtig sein. Die Auswirkungen sind unwiderruflich. Schon gut, ich bringe Ihnen das ganze Zeug. Ich hoffe, das ist das letzte Mal in diesem Abenteuer, dass ich Besorgungen machen muss. Dürfte ich mir den Zettel ausleihen? Da sind Bilder drauf, die mir helfen könnten. Klar, es ist sowieso eine Kopie. Ah, toll. Wo finde ich Malaki-Saft? Malakis sind gewöhnliche Früchte, die wachsen hier allerdings nicht. Sie werden aus dem nächsten Land importiert. Sie sollten welche in einem Laden finden können. Es ist also einfach. Wo ist der Haken? Sie brauchen Saft und die Früchte sind so hart wie Stein. Erwarten Sie nicht, dass ich den Saft mit bloßen Händen rausdrücke. Hart wie Stein, das klingt nicht so lecker. Kinder lieben sie und Zahnärzte auch. Wegen der Blablabla-Strapimum. Stagiles Strasimum. Wie auch immer, was ist das? Eine kleine Pflanze, die in der Nähe von Teichen wächst. Es sind für gewöhnlich kleine Blüten dran. Sehen Sie sich das Bild an und Sie sollten eine finden. In Ordnung, das ist viel klarer. Okay, da weiß ich schon, wo ich die finde. Was ist mit der Gekom? Es ist eine gewöhnliche Pflanze, die aussieht wie eine Baumwurzel. Sie können sie hier in der Nähe finden. Sehen Sie sich das Bild gut an. Okay, da weiß ich auch, wo. Brauche ich wirklich einen Piranha? Reicht kein anderer Fisch? Nein, Piranhas haben spezielle Bakterien, die Organismen helfen, Gift zu zerstören. Und sie verleihen dem Trank einen guten Geschmack. Ist das da ein Vogel auf Ihrer Hand? Ja, hübsch, nicht wahr? Ich habe ihn Blurry den Blauvogel genannt. Oder getauft. Wie schön. Kann er einen Trick ausführen? Natürlich, sehen Sie hin. Und? Okay, mehr brauche ich nicht. Gut, dann holen wir uns erstmal die Zutaten. So, bei einem weiß ich. Interessant, das sieht definitiv nach der Gekom-Wurzel aus, die ich brauche. Ich bezweifle, dass es jemand stören würde, wenn ich diese Pflanze mitnehme. Auch wenn nicht mehr viele davon da sind. Mann, was für ein trockenes Land. So, dann brauchen wir einmal diese rote Blume. Diese Blume sieht aus wie auf dem Bild. Das ist die, das der Zauberer mir gezeigt hat. Pflanze mit roten Blüten. Ich hoffe, sie heilt so gut, wie sie hübsch ist. So, ich bin kein Experte. Aber ich würde sagen, das ist ein perfekter Platz zum Angeln. Okay, das hatten wir schon. Ich dachte, da sind vielleicht die Piranhas drin oder so. Kommen Sie, sehen Sie an meine tollen Angebote. Ich suche ein paar Zutaten. Ein paar Malaki-Früchte, ein stagiles Strasimum-Pflanze, ein Piranha und eine Gekom-Wurzel. Haben Sie etwas davon? Es tat mir leid, ich verkaufe keine natürlichen Produkte hier, nur von Menschen gemachtes Zeug. Warum sind Sie dann überhaupt hier? Sie nehmen den ganzen Platz für nichts und wieder nichts. Danke. Ich glaube, er versteht mich nicht sehr gut. Sind Sie sicher, dass Sie nichts von meiner Liste haben? Eine Liste?
Ja, ich habe einen Schreibblock. Sie können die Liste reinschreiben. Das bringt nichts, er hat überhaupt nichts. Und sein Französisch ist furchtbar. Bye. Das ist langweilig, ich bin weg. Bis denn. So, vielleicht hat der Typ hier drin. Oh, Sie sind wieder hier. Haben Sie schon beschlossen, etwas zu kaufen? Naja, ich suche ein paar Dinge, aber ich bin nicht sicher, ob Sie sie haben. Malaki-Saft? Verkaufen Sie Malaki-Früchte? Natürlich, wir haben immer welche auf Lager. Außer heute, sie sind alle ausverkauft. Mein Glück mal wieder. Keine Sorge, ich habe vorhin mit einem Cousin telefoniert. Er bringt noch heute eine Lieferung. Kommen Sie einfach später wieder, okay? Wie bringt er eine Lieferung? Zu Fuß? Natürlich. Natürlich nicht, er hat ein Fahrrad. Toll. Okay, Kaufen Sie die? Da fällt mir was ein. Ist das nicht der Name von einem Gras? Ich schätze schon. Dann nein, wir verkaufen kein Gras mehr. Ein paar Kunden haben sich über Nebenwirkungen beschwert. Wie zum Beispiel Schwindel, Koma oder Tod. Wie schade, dumme Kunden. Haben Sie schon mal von... Nein, da klingelt nichts, aber ich mag den Namen. Hier, sehen Sie dieses Bild an, verkaufen Sie sowas. Nein, tut mir leid, aber wenn auch andere Kunden Interesse haben, werde ich es vielleicht überdenken. Immer noch keine Malakis? Wie oft soll ich es noch sagen? Sie sind alle ausverkauft. Sie haben keinen verrotteten mehr hinten im Tresen? Wenn es so wäre, hätte ich sie bereits verkauft. Okay. Lassen Sie sich Zeit. Dieser Fisch scheint tot zu sein. Was? Katzenwels? Niemals. Er ruht sich nur aus. Ja, Ruhe in Frieden. Ich wäre in Schwierigkeiten, wenn der Katzenwels sterben würde. Das ist das Maskottchen des Landes. Alle Kinder kommen ihn zu sehen. Sieht aus, als würde dann in Zukunft hohe Umsatzeinbußen verzeichnet müssen. Leider ist das ein Goldfisch, kein Piranha. Natürlich hätte ich tolle Einfälle, um ihn als Piranha zu tarnen, wie zum Beispiel ihm Schnurrhaare oder ein Schnauzbart aufzumalen. Aber der Zauberer hat gesagt, das Heilmittel würde nur mit einem echten Piranha funktionieren. Das ist blöd. Was, buntes Essen? Naja, das ist aber wirklich farbenfroh. Muss wohl eine Art Süßigkeit sein. Sie haben recht, die Kinder lieben es. Ich sollte es vermutlich nicht fragen, aber... Woraus wird es gemacht? Ich mische unverkaufte Früchte und Gemüse mit Verrottetem, das hinter den Tresen gefallen ist, und gebe dann Zucker dazu. Exzellente Idee, ich hasse es, Essen zu verschwenden. Boah. Okay. Sie gehen schon? Oh. Nö, das war einmal eine Lehre. Ich soll niemandem helfen. Okay, wo kriege ich Piranhas her? Ha. Ich habe eine Idee. Ich teste mal was. Ich versuche mal. Okay. Das ist auf jeden Fall schon mal sinnvoll. Dann versuchen wir mal das. Das ist jetzt einfach mal nur testweise. Aber ohne eine Schnur kann ich nicht angeln. Mir fehlt noch etwas, um sie zu einer Angel zu machen. Na da. Nein, das wollte ich nicht. Das? Ja, ich bringe die Schnur an der Brechstange an. Und hier haben wir eine primitive Angel. Sehr schön. Das war jetzt einfach mal nur so spontan testweise gebastelt. Der letzte Tasch. Ich stecke ein paar Häppchen an den Haken. So, ich hoffe nur, sie lösen sich nicht zu schnell im Wasser auf. So, jetzt kann ich nämlich angeln und werde hier wahrscheinlich auch Piranhas rausholen. Brillant. Und jetzt, wo ich schon etwas Erfahrung im Angeln habe, holen wir uns einen Piranha. Das war schwer. Aber ich habe einen. Autsch, er hat mich gebissen. Böser Fisch. Böse. Ich glaube, ich habe ihn getötet. Ach, der Zauberer wollte ihn ja sowieso tot. Ich lasse die Angel beim Teich, falls noch jemand Piranhas fangen will. Okay, ich hätte mir zwar lieber den Großen gefangen, aber ist egal. Bitte kaufen Sie diesmal etwas. Ah, der hat neue Früchte. Sehr schön. Und woran haben Sie Interesse? Am Malaki-Saft. Ich habe tolle Neuigkeiten für Sie. Mein Cousin hat mir ein paar Malakis geliefert. Ja, super. Ich kaufe 1, 2 oder 3 ab. 2 oder 3? Sie haben mich damit genervt. Nur um 2 oder 3 zu kaufen?
Nun ja, ich muss nur einen Becher Früchtesaft machen. Ich verkaufe Ihnen keinen, wenn Sie nicht mindestens die halbe Kiste kaufen. Schon gut, schon gut. Geben Sie sie mir und bringen wir das hinter uns. Das macht dann bitte 1000 Nogoyana. Oh, oh, das habe ich vergessen. Ich habe noch keine nogoyanische Währung, nur Euro. Kein Problem, ich wechsle Ihr Geld um. Das können Sie tun. Hier, nehmen Sie diese 200 Euro und 25 Cent. Das wechsle ich Ihnen in 2000 Nogoyana. In Ordnung. Moment, haben Sie nicht gesagt, dass diese Früchte 1000 Nogoyana kostet? Ja. Das ist also die Hälfte meines Geldes. Etwa 100 Euro für ein paar Früchte? Das ist Wucher, das kann ich nicht annehmen. Das ist mein einziges Angebot. Nehmen Sie oder lassen Sie es. Wollen Sie diese Früchte oder nicht? Merkt mich durch Scheid. Immer werde ich betrogen. Okay, okay, geben wir diese verfluchten Früchte. Bitteschön. Und hier ist Ihr restliches Geld in Nogoyanern. 1000 Nogoyaner erhalten. Das ist echtes nogoyanisches Geld. Bis auf den Betrag und die Aufschrift sehe ich keinen Unterschied zum Euro. Ich mache das Geld nicht, mein Herr. Diejenigen, die das Geld machen, müssen echte Vollpelze sein. Ein Vergnügen, mit Ihnen Geschäfte zu machen, was Sie nicht sagen. So, jetzt muss ich ja irgendwie noch gucken. Ich hoffe, ich sehe Sie bald wieder. Jetzt muss ich... Was ist das? Eine Maschine, um Vasen zu machen? Ich erinnere mich nicht, sie schon mal gesehen zu haben. Vielleicht war das Teil seines Lagers. Hm. Ein authentischer Mist.